jetzt. Wolf jetzt, echt du, Junge. Du. Ich sage dir im Guten, ja? So, dann laufe ich einfach mal hier ein bisschen runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll, wo ich hin will. Irgendwo muss es ja eine verlassene Mine geben und ich werde sie finden. Ah, so einer ist das. Du hast mich so erschreckt vorhin. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gucke ich einfach nochmal hier an diese Stelle von hier oben. Sehe ich nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Tatsache. Gut, dann renne ich einfach mal jetzt hier so lang. Oh, da komme ich jetzt nicht hoch. Da muss ich einmal hoch. Ich würde nämlich gerne mal gucken, wie das hier oben aussieht. Schauen wir uns doch einfach mal in der Gegend um. Oh, hier komme ich so gerade eben rauf bis auf die Spitze. So, geschafft. Ah, malerisch, hervorragend, wundervoll. Unglaublich geil. Das ist ein komischer Baumstamm. Da kann ich doch gewiss, wollte gerade sagen, rüberlaufen. Aber ob das was bringt, wage ich mal zu bezweifeln. So, gucken wir einfach mal hier vorne. Beim ah, guckt mal. Was ein Ausblick. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Was ist denn das da unten? Keine Ahnung. Ist ein Meteor. Jetzt bin ich, oh, ich bin voll im Schneesturm. Help jetzt. Ist nur ein kleines Windchen, aber hier oben kriege ich es voll ab. Uiuiui. Oh, das geht mir jetzt aber auf den Sack hier. Ich muss ganz schnell hier weg. Back on track. Da oben ist die Brücke und ich glaube, da oben werden wir so nichts finden. Ich habe auch immer ein Pech. Ich habe nämlich hier schon im Spiel Bunker gesucht und habe keinen einzigen Bunker gefunden. Ah, hier wird es wärmer. Ah, sehr schön. Na gut, wenn es wärmer wird, kann ja nichts passieren. Kälter? Hör auf. Dann wird es doch hier gleich wieder wärmer. Ach Junge, habe ich denn echt so ein Pech hier mit dir? So, hier muss es runtergehen. Ach, hallo Wolfelein. Ich gehe dir mal gerade aus dem Weg, ja. Keine Lust, mich mit dir jetzt anzulegen, denn ich habe echt nicht viel Munition. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Wolfi. La 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 la. Long Dark. Ja, da unten ist schon die Straße. Da bin ich doch eigentlich falsch. Ich müsste doch nach oben. Ich glaube, ich bin an der falschen Stelle. Ach, dann werde ich mich jetzt gleich mal hier da nach oben begeben. Und auf die Straße wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. So, kein Wolf in der Nähe. Muss immer aufpassen hier. Das ist. Könnte tödlich werden. Oh, und es wird kalt. Hier gehe ich mal hoch. Das sieht gut aus. Oh, einfach mal nach oben gehen. Kann ja nicht schlimm sein, wenn man hier früh am Morgen um 6.13 Uhr. In bitterer Kälte, minus 23 Grad. Der Wind macht nochmal minus 17 Grad raus. Wenn man dann einfach so draußen rumläuft, mit einer Knarre in der Hand, die ich jetzt mal wegpacke, damit ich schneller laufen kann. Ach, tut er nicht. Ach, wie schön. Ja, komme ich überhaupt hier hoch? Doch, ich glaube, ich kann hier weg. Ja, komm, jetzt beeil dich doch mal. Kleines bisschen schneller geht's schon. Ich müsste seitlich laufen. Oh, oh ja, das sieht doch schon gut aus. Ich glaube, hier sind wir richtig, meine Kleine. Boah, ist das kalt. Ah, so, wow, fantastisch.
fantastisch. Wie viel wiegen wir denn jetzt? Ach so, die Lampe habe ich nicht mitgenommen, weil ich sie nicht brauchte. Dann nehme ich einfach nochmal einen Energieriegel mit. Noch mehr Söckchen. Ja, kann man immer gebrauchen. Ist das Zedernholz? Ach, nimm mal mit. Kann man Feuer machen. Egal wo, egal wann. Egal warum. Der Rest ist leer. Ich finde es immer witzig, wenn man seitlich läuft und sich dann bückt. Es wackelt dann so seitlich. Es ist schon nicht schlecht. So, hier haben wir noch eine aufgerollte Zeitung. Kann man immer gebrauchen. What have we here? Lampenöl. Ja, das ist doch Beschleuniger, ne? Ja, den nehme ich mit. Ist klar. Noch mehr Zeitungspapier. Ein Nähset. Wiegt ja jetzt nicht so viel. Wir sind jetzt noch nicht überladen. Keine Leiche hier drin. Sehr gut. Was ist das? Ein Dosenöffner. Ich habe doch schon einen. That'll come in handy. Na, komm, nehmen wir auch noch mit. Kann man noch zerlegen. Wenn ich mir das so betrachte. Es ist jetzt aber auch... Ja, also bevor es jetzt weitergeht, möchte ich mal ein paar Sachen zerlegen. Und zwar den Dosenöffner, der schlecht ist. Den zerlege ich jetzt mal. Kommt die 15 Minuten. Ja, die habe ich Zeit. Machen wir ein bisschen Schrott draus. Dann gucken wir uns das schlechte Beil an. Wenn ich das zerlege, gibt das auch eine Stunde. Aber es gibt Tannenholz. Ja, hau rein. Ein Beil aus Tannenholz. So, dann gucken wir noch mal ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Schnappen wir uns einfach mal den Rest. Wolf. Oh, der Energieriegel, den esse ich zuerst. Der ist so schlecht, der muss weg. So, den Wolf esse ich jetzt nicht mehr, aber ein bisschen trinken muss ich. Okidoki, wir sind wieder voll. Voll normal, 28,59. So, ich glaube, wir haben alles. Da liegt doch noch was. Nobody needs this anymore. 1750 Kilokalorien. Einmalpackung, wie geil. Ja, die nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Wir haben hier tatsächlich die Schublade. Ganz vergessen. Das ist lecker Kaffee, ich gehe jetzt mal raus. Aber immer erst die Waffe in die Hand und dann raus. Da stand 6 Schuss. Aha, wenn ich die Waffe in die Hand nehme, dann sehe ich, wie viel Schuss ich noch habe. So, ich glaube, jetzt bin ich richtig. Jetzt möchte ich hier irgendwie... Bin ich überhaupt richtig? Da hoch. Ich gehe mal da hoch. Das sieht gut aus. Gucken wir doch einfach mal, ob ich das diesmal schaffen werde. Ein kleiner Schleichweg, weil von hier kam ich nicht. Ich kam von da... Kam ich von da hinten? Ja, ich kam irgendwie von da hinten. Jetzt gehe ich wieder hier hoch. Ja, da sind wir sogar richtig. Das dürfte interessant sein, okay. The long way and the long dark to Pleasantville. Ah, ja, schon wieder so ein Wolf. Also, du kannst mich jetzt langsam mal gern haben. Oh, wir sind tatsächlich richtig. Oh, ist das cool. Oh, jetzt aber nichts wie rein hier. Ihr habt jetzt also genau gesehen, wo ich hergelaufen bin. Ihr wisst Bescheid. Juppaiti, juppaiti, ja. Neues Gebiet, ich komme zum idyllischen Talreisen. Idyllisches Tal. Bitte nicht abschmieren. Oh, der Wolf bleibt stehen. Wir sind hier. Im verlassenen Bergwerk. Mitten in der Pampa. Oh. Oh, wie schön. Ja, dann haben wir tatsächlich jetzt ein neues Gebiet freigeschaltet. Nee, wie schön. Und hier sollte ich, glaube ich, nicht runter. Dann gehe ich mal den einzigen Weg, der zu gehen ist. Immer den Pfad entlang. Die Pfadfinder wissen schon, warum sie Pfade anlegen. Heißt ja auch auf Betriebssystemebene Pfad. Path.
Also das sieht schon komisch aus. Eine Bartflechte? Ich habe mir Bartflechte mitgenommen. Bartflechte. Nicht Pflechte. Wie ging ab Flechten auch immer? Gut, einmal Bartflechte. Also jetzt weiß ich Bescheid, die muss ich mir pflücken. Da kann ich, glaube ich, irgendwie was... was kann ich denn daraus machen? Irgendein Verband. Help, 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 help. Zu schnell. Gucken wir uns mal um. Ach komm, hier ist der Hund drauf. Renn. Hier kann man sich nichts verknacksen, hoffe ich. Ein Wolf, gut, den lassen wir jetzt mal links liegen. Wir kümmern uns um diesen Weg hier. Wir können uns auch, anstatt nur um diesen Weg uns zu kümmern, einfach mal hier so ein bisschen um den Stein herum begeben und mal gucken, was wir so auf der anderen Seite rumlungern. Du knirscht mir zu viel. Solltest wirklich zum Zahnarzt gehen. Das Geknirsche ist nicht gesund. Ja, es ist so windig. Ah, hier wird's wärmer. Wärmer ist immer cooler. Cooler ist immer cooler. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Ich laufe immer gern so abseits, dass ich auf ganz seltsame Touren und Wege komme. Guck mal, sieh mal eine an. So, jetzt sind wir auch schon cool drauf. Ja, so ein Telefonmast ist eigentlich gar nicht so cool, ne? Ich laufe mal hier runter. Runter ist immer gut. Mit einem Auge nach rechts gerichtet. Wir immer sehen, ob da nicht irgendwo was auf uns wartet. Ja, die Erschöpfung nimmt zu. Oh, und Durst hast du. Junge, sag doch mal was. Der sagt ja einfach nichts. Hechelt vor sich hin. Kurz vorm Sterben. Keine Chance, sich mitzuteilen. Sich aufmerksam zu machen. Boah, der Wind peitscht um seine Backen. Zähne klappern. Wölfe. Verschreckt laufen sie davon. Naja, das tat er vorhin tatsächlich. Der Wolf, der war irgendwie wirklich verschreckt. Ich kann nicht mehr richtig laufen, weil ich erschöpft bin. Zustand sinkt. Ach, ist das schön. Jetzt mal langsam. Gut. Da oben heulst du, nicht hier unten. Heul du ruhig mal. Oh, das ist ja furchtbar. Lauf ich gegen den Wind oder was? Ich musste mich hier eindrucken, da wird's wärmer. Glitscht das? Oh, was ein schönes Muster. Guckt euch das Muster mal an. Schneller, langsamer. Ganz langsam. Ja gut, jetzt ist genug gemustert. Wir sind ja nicht beim Bond. Junge, du bist jetzt aber wirklich langsam. Lauf noch mal ein bisschen. Jetzt gib mal Gas jetzt hier. Ja, da hinten ist die Hütte. Da wollen wir jetzt mal rein. Oh ja, komm. Über den Schneehaufen hier. Gucken wir uns mal das erste Hütchen hier an. Pleasantville. Abgelegene Kreuzung. Da muss man immer aufpassen, was einen erwartet. Ein Auto ist immer gut. Wir gucken mal kurz rein. Ist jetzt soweit nichts zu sehen. Und hier? Da liegt doch was, oder? Ne, da liegt nichts, aber wir gucken mal ins Handschuhfach. Einfache Handschuhe aus Synthetik. Ja, nehmen wir mit. Trockenfleisch nehmen wir mit. Da ist noch eine Tür. Geht natürlich nicht. Was ist denn im Koffer? Bang! So, wir sind ein bisschen. Danke, cool, für Pause hier. Okay, Wolf, das war mir ein Schrei zu viel. Ab in die Warnhütte. Huh, so, das erste Hilfeset. Was ist denn hier alles so kaputt? Was ist hier passiert?
Antiseptikum. Ein Zweistrahl. Das sieht ja aus wie bei Unturned. Nur in klein. Ja, Unturned habe ich euch auch mal gezeigt. Was war denn das gerade? Ach, da ist ein... Guck mal, da ist ein Haken. That'll come in handy. Aber der geht ja auch nicht. Ich bin überladen, nur weil ich den Haken aufgenommen habe. Nein, ich war schon vorher überladen, glaube ich. Wie sieht's denn hier aus? Mensch. Ist ja furchtbar. Noch mehr Trockenfleisch. Nimm mit. Zeitungspapier. Nimm mit. Ich glaube, wir fackeln einfach die ganze Bude hier ab. Ja, so einen Haken sieht man auch so schlecht hier auf dem Boden. Was haben wir denn jetzt, was zu viel ist? Ich habe auf jeden Fall ein kleines bisschen Hunger. Dafür nehme ich das schwere Essen. Der Wolf. Ein kleines bisschen Durst. Das machen wir nicht mit der Gipfelbrause. Die hat 250. Ich trinke einfach mal was. Ich sehe schon, das Wasser ist demnächst alle. Hervorragend. Kein Wasser mehr. Klamotten. Wir haben diese Baumwollsocken und diese Wollsocken schon wieder. Ja, die kann ich ja mal zerlegen. 10 Minuten. Was noch? Ach, wir haben schon ein paar einfache Handschuhe an mit 100%. Die haben wir nämlich repariert. Hahaha, dann zerleg sie bitte. 10 Minuten. Stoff ist leichter als Handschuhe. Ist klar, ich schmeiße ja das ganze Synthetik da raus. Oder habe ich jetzt Synthetik? Nee. Ich habe Stoff. Ja, dreimal. Was sind das hier? Tannenholz, Zedernholz, Papier, Bartflechte. Eine Flechte, wie man sie in den alten Wäldern der nordwestlichen Pazifikküste findet. Ich habe übrigens einen kleinen Bericht gelesen über den Macher von The Long Dark. Scheint ein sehr nettes Kerlchen zu sein. Ist halt sein erstes Spiel. Und die Hinterlandstudios, die liegen tatsächlich in... Ach, war das Vancouver? Ach, verdammt nochmal, Vancouver. Auf jeden Fall tatsächlich abgelegen in der Wildnis. Der ist da wirklich rumgelaufen. Die hatten Jäger dabei, um sich vor Bären zu schützen. Hat die ganze Atmosphäre auf sich wirken lassen. Ich finde, das kommt hier sehr gut rüber. Hat er fein gemacht. Hat er wirklich fein gemacht. Ne? So. We are so weit, wir sind so erschöpft, wir müssen eigentlich ein bisschen schlafen. Schlaf sagt mal ein bisschen, ungefähr so 4 Stunden. Ich mache das alles nur, damit ich Kaffee trinken kann. Yeah. Ah, ist das schön. So, den nehmen wir natürlich wieder mit auf. Immer Durst. Ich weiß auch nicht, wieso der dauernd Durst hat. Wir haben bald nichts mehr zu trinken. Das heißt, wir müssten uns dann draußen irgendwie ein Feuerchen machen. So, ja. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt laufe ich weiter. Keine Patrone gefunden. Wir können also nur noch 6 Wölfe erschießen. Mit einem Blattschuss. Schönes Wetter, minus 8 Grad. Frisur hält. 3 Meter schafft. It's new. Upsala. Jetzt muss aber hochkrabbeln in die Tür, du. Ich bin mal gespannt, wenn ich da gleich rausgehe, ob ich runterfalle. Okay. Na? Haben die eigentlich kompatible Steckdosen hier? Das sieht man jetzt nicht. Ah, das sind diese breiten Schlitze hier. Mann, Mann, Mann. Ein quer eingebautes Schwein. Sag mal, ist da, liegt da noch was drunter? Nee. Das sah jetzt aus wie eine Tür. Es sieht immer noch aus wie eine Tür. Komisch. Was haben wir denn da? Ein Buch. Was kann ich denn damit machen? Hieraus könntest du irgendwann etwas lernen. Das erste kannst du es verbrennen, wenn dir kalt ist. Echt? Ja, leg mal zurück. Wasser. Immer gut. Dankeschön.